Aber ich hatte dann auch schon ein paar Leute gekillt und jetzt guckt euch den mal an, Alter. Das ist krass, oder? Alter, hat er eine Range gehabt. Ob da alles normal war, ich weiß es überhaupt nicht. Vier, drei, zwei, eins. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, im Hintergrund seht ihr ganz kurz vorweg ein Minecraft Quick SG, also Quick Survival Games Gameplay, beziehungsweise zwei Spiele sind es, glaube ich. Die habe ich jetzt gerade eben, also vor ein paar Sekunden habe ich die Aufnahme abgeschlossen, schnell aufgenommen. Deswegen auch ein bisschen sehr hageliges Gameplay. Also ich bewege mich da nicht gerade elegant, weil ich einfach, ich weiß nicht, das erste Spiel, was ich am Tag mache, da kann ich immer nicht, ich weiß nicht, da habe ich immer noch so Hände wie eingefroren, keine Ahnung, ob ihr das kennt. Aber ja, teilweise hatte ich da ein bisschen Glück dabei, teilweise war es nicht schlecht gemacht. Aber da ich das halbwegs live kommentieren kann, müsste das eigentlich zeitlich passen, von daher kann ich dann auch mal nochmal was dazu sagen bei manchen Stellen. Zum Beispiel hier war ich unten in dem Ding gefangen dann, deswegen habe ich das auch gleich ein bisschen gecuttet. Ja, jetzt zum Beispiel sind wir schon im Deathmatch, ich war die ganze Zeit da unten drin, ich musste halt kurz warten dann. Aber ich hatte dann auch schon ein paar Leute gekillt und jetzt guckt euch den mal an, Alter, das ist krass, oder? Alter, hat er eine Range gehabt. Ob da alles normal war, ich weiß es überhaupt nicht. Ich habe zwar schlecht gespielt wegen der Angel, aber ich kam nicht dran. Kein einziger Hit habe ich, doch einen Hit habe ich ihm, glaube ich, gegeben. Also das war schon sehr krass. Ob das Glück war oder ob da was im Busch war, man weiß es nicht. Aber egal, auf jeden Fall hier das nächste Spiel dann. Und ganz kurz vorweg, auf jeden Fall das Thema. Ganz kurz vorweg. Schon fast wieder, wie viele Minuten hier? Schon wieder fast zwei Minuten rum, eineinhalb. Und ich laber hier von ganz kurz vorweg. Naja, nichtsdestotrotz geht es um ein kleines Thema, ihr seht schon im Titel, und zwar um die gute alte Facecam. Ja, ich habe schon mal in FIFA angesprochen, in einem FIFA-Video, nicht gestern, irgendwie vor zwei, drei Tagen, wegen der Facecam, weil da auch keine Facecam am Start war, und ich habe jetzt einfach mal kurz die Frage an euch, wie ihr das eben findet. Müsste unbedingt hier eine Facecam drin sein, damit ihr sagt, doch, das gibt dem Video auf jeden Fall noch was Krasses, also ohne der Facecam wäre es auf jeden Fall nicht unterhaltsam oder nicht so unterhaltsam, keine Ahnung. Oder sagt ihr, nee, ganz ehrlich, mach das wie du willst, ich guck das Video sowieso. Es geht darum, dass was du sagst und wie du halt rüberkommst, das ist mir egal, ob das Gesicht jetzt eingeblendet ist oder nicht, mach so wie du willst. Deswegen habt ihr in der Beschreibung einen Strawpoll-Link, beziehungsweise könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, das zählt genauso dazu, aber macht halt bitte irgendwas, wenn ihr keinen Bock auf einen Kommentar habt, kann ich das verstehen, dann macht einfach kurz das Strawpoll-Link, also geht da kurz in der Beschreibung drauf und klickt da irgendwas an. Da steht wahrscheinlich sowas wie, ich guck die Videos sowieso, egal ob mit Facecam oder nicht, sowas in der Art steht da, wahrscheinlich, ich guck die Videos sowieso, oder nein, Facecam unbedingt, so, ne, irgend sowas. Und je nachdem, wie die Mehrheit die auswählt, werde ich es dann versuchen, je nachdem, ob das dann besser oder schlechter ausgeht für mich. Ich sage jetzt mal so, im Endeffekt wäre es mir egal. Nur, ich habe euch ja schon erzählt, dass ich mich jetzt für, weil ich nehme ja die Videos immer ziemlich auf die Schnelle auf. Und da eben die Facecam trotzdem einiges an Vorbereitung kostet, weil ich ja mit Greenscreen aufnehme. Und das eben nicht einfach nur Aufnahme ist, sondern du musst halt schon ein bisschen gucken, dass es passt und dass es passt. Habe ich jetzt passt gesagt? Dass es passt auf jeden Fall. Und dass dann Hintergrund ausgeleuchtet ist, darauf kommt es halt an. Und wenn das eben nicht passt, dann ärgerst du dich im Nachhinein beim Schneiden wie Sau, weil dann ist eigentlich der ganze Greenscreen im Arsch. Und ja, das ist halt immer das Problem, was ich halt habe und wo ich dann auch sage, nee, ich nehme lieber ohne Facecam auf. Es ist jetzt zwar nicht die große Arbeit, aber es ist halt einfach, es ist nervig und ich weiß nicht, man fühlt sich einfach nicht so wohl. Ich finde ja Kameravideos, ich habe überhaupt kein Problem, ich mache das ja auch gerne. Ich nehme euch ja auch irgendwo mit hin, wenn ich mal wohin, da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Also ich habe es bis jetzt noch nie gemacht, weil ich noch nie irgendwie großartig, weiß ich nicht, ein Vlog hätte machen können. Weiß ich nicht, das hat sie einfach noch nicht angeboten, aber ich habe ja schon einige Videos mal gebracht, so Vlog-artig, sage ich jetzt mal. Ich habe da auf jeden Fall kein Problem mit, nicht, dass ihr denkt so, ich will mich nicht vor die Kamera setzen oder irgend sowas. Also das ist überhaupt nicht das Problem. Es geht lediglich nur darum, dass man sich einfach nicht so wohl fühlt mit einer Kamera. Da konzentriert man sich auch überhaupt nicht so aufs Spiel. Wenn ich ganz ehrlich bin, guckt man da auch immer dann oben hin, dann will man ja immer alles perfekt machen, aber dann konzentriert man sich überhaupt nicht mehr so aufs Spiel. Ich sag mal, da nur noch 25% sind irgendwie Konzentration am Spiel, und wenn aber halt alles passt, gut, andere sagen dann einfach, komm, ich baller die einfach oben hin, ich guck zwar nicht drauf, und aber das will ich halt auch nicht, weißt du, also entweder ganz oder gar nicht, sowas kann ich halt nicht leiden, einfach nur so nebenbei herlaufen.
die Kamera lassen tun, was? Nebenbei die Kamera laufen lassen und dann einfach nicht hingucken oder so. Das ist halt das Problem dabei. Das ist halt die Problematik. Ich glaube auch Pixelwolf und The Beats zeigt sich ja auch nicht, aber aus Gründen, die kannst du ja mal auf seinen Kanal vorbeischauen, einfach. Ist jetzt gar kein schlimmer Grund. Aber ich meine, seine Videos kommen ja genauso gut an und die Leute mögen den. Ich mag den auch, ich guck den sehr gern. Und von daher, ich glaube, das ist auch überhaupt kein Problem, ob da die Facecam dabei ist oder nicht, weil da manche immer da so tun. Ich glaube, ganz ehrlich, den Leuten, die es da nur um die Facecam geht, die, weiß nicht, die schätzen das ein bisschen falsch ein, das Ganze. Von daher, eure Meinung wäre auf jeden Fall mal ganz wichtig, relativ wichtig wäre halt auch, dass ihr eure Meinung da reinschreibt und nicht jetzt einfach irgendwie, ja, ich weiß nicht, so, weißt du, so, nach der Meinung, ja, deine Meinung ist ja die und die und sowieso. Und mach einfach, was du denkst, schreib einfach mal rein, so und so. Wenn ihr halt mehr Facecam sehen wollt, dann kommt auch mehr Facecam, aber ab und zu werde ich es halt trotzdem nicht schaffen, weil immer geht es halt nicht, auch mal geht, es geht halt auch ab und zu mal was schief. Letztendlich ist es eigentlich meine Entscheidung, ist klar, aber ich möchte euch halt immer gern dazu informiert haben. Ja, genau. Und hier ist unser Deathmatch-Gegner, den wir dann nach langen Gebowspam erledigt haben. Und er schreibt dann Bowspam. Also das ist auch irgendwie, weiß ich nicht, ob das Bowspam ist. Ich treffe den kaum. Und dann sagt der Bowspammer, er hat genauso Pfeile und Angel Abfuck-Methoden. Und ich weiß, was soll ich denn machen, ganz ehrlich. Auf jeden Fall, schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst meine Meinung, wie ich zu Facecam stehe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn der Gegner down ist. Und ja, Köppler hat das Spiel gewonnen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Und da warten wir noch, bis ich mich in Großformat einblende. Pass auf. Und ja, da ist er schon. Dann noch einen schönen Tag und tschüss.